Wann fühlst du dich lebendig? Ich habe zwei verschiedene Arten von lebendig. Ich merke immer wieder, dass ich mich... Ich meine, wie definiert man auch lebendig? Ist ja doch das eine, aber für mich ist es irgendwie blöd, also komischerweise, wenn ich irgendwie was gemacht habe, was... Wovor ich, sag ich mal, irgendwie was mich nervös gemacht hat, ob es jetzt dieser Arztbesuch war bei der Schilddrüse beispielsweise, irgendwie Dinge, die man nicht alltäglich macht und danach irgendwie so ein gutes Gefühl hat und einfach, ja, ich glaube, es waren so Momente, wo wir einfach weggefahren sind und alles irgendwie hinter uns gelassen haben. Man musste sich nicht mehr hier irgendwie Gedanken zu Hause machen, weil man einfach nicht da war. Irgendwie gerade komischerweise in dieser Quarantänezeit, wo man ja eigentlich doch sehr limitiert war, aber man war so abgeschottet, man hatte keinerlei Sorgen, außer dieses, vielleicht noch dieses, wann kommen wir weg oder so, aber das war so befreiend, weil alles andere hatte keine Rolle gespielt. Was hast du Angst zu verlieren? Generell im Leben oder? Traurigerweise ist das Erste, was mir so in den Kopf war, eingefallen ist, ich habe Angst, Geld zu verlieren. Also so viel Geld, dass ich ja wirklich nichts zum Leben hätte. Und dann so Sachen wie, ich hätte Angst, komplett irgendwie einfach Freunde zu verlieren. Es muss jetzt keine spezielle Person sein, aber der Gedanke, keine Freunde zu haben, finde ich richtig schlimm. Und ja, irgendwie habe ich Angst, dass mich wieder so zu verlieren. Wie jetzt in unserer Trennung, das war kein gutes Gefühl. Wenn die Welt in 72 Stunden endet, was tust du? Könnte man ziemlich viel machen. Auf jeden Fall, das wären ein paar Dinge. Ich glaube, ich würde wirklich auf jeden Fall irgendwas Leckeres zu essen. Wahrscheinlich auch dieses, doch das irgendwo nochmal hinzufahren, wo man möchte. Und wahrscheinlich auch noch irgendwie sowas wie irgendwie irgendwas machen, irgendwie jemandem mal so die Meinung sagen, ob es jetzt auf der Arbeit ist oder so oder sonst wo. Und irgendwie finde ich wirklich die Vorstellung ganz schön, die man in so klassischen Filmen, glaube ich, sieht, wenn man irgendwie, keine Ahnung, am Strand irgendwo ist und dann beim Sonnenuntergang und dann macht es buff. Zufall oder Schicksal? Mein erster Gedanke war, was ist der Unterschied? Schwierig. Schicksal klingt schöner, aber ich könnte jetzt wirklich nicht sagen. Ich glaube, Schicksal klingt für einen immer so, ach, um irgendwas zu bestärken. Ich weiß nicht, das ist immer noch sowas.
Poetisches oder so an sich, aber Zufall. Ich glaube, nüchtern betrachtet ist Zufall eher das. Was auch irgendwie für mich eigentlich ganz, ganz nett klingt. Dass nichts Schicksalhaftes ist, sondern irgendwie so Zufall, was einfach gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort passiert. Warum bedeutet die Musik so viel? Es ist halt auch so ein, es ist einfach ein Stimmungsbegleiter auch irgendwie. Einmal hat es irgendwie sowas, glaube ich, wie mit sich mit irgendwas identifizieren, wenn ich so gerade an diese Hardcore-Phase denke. Aber auch irgendwie, ja, man kann sich der Musik einfach so hingeben und so, ob es jetzt ein positives Gefühl ist oder ein trauriges Gefühl. Ja, und es ist, ich habe eben noch gelesen, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber der letzte Satz war so, dass die, dass der Liedtext einen umbringen kann in, ja, in so einer Art und Weise. Ich, da ging es halt viel, also so sehr um, was gerade wahrscheinlich Liebesprobleme und Trennungen angeht, dass man das hört. Und ich finde es einfach schön, dass sowas in einem Menschen hervorrufen kann. Und es ist einfach, glaube ich, so ein, ja, doch auch irgendwie so ein Zeitvertreib einfach, was man gerne macht. Und es kann auch motivieren. Wann fühlt es sich falsch an, eine Beziehung zu führen? Wenn man genau weiß, dass es gerade keinen Sinn macht und trotzdem weitermacht und sich einfach nicht loslösen kann, aus irgendeinem Grund. Und wann fühlt es sich richtig an? Das ist schwierig irgendwie zu beschreiben, wenn ich glaube, wenn all die Probleme, die man hat, das Gefühl überwiegen, dass man die mit der Person, dass man trotzdem glücklich ist, dass man mit der Person irgendwie über alles sprechen kann und dass man einfach sich nicht ich finde es schwierig. Nochmal die Frage. Wann fühlt es sich richtig an, eine Beziehung zu führen? Okay, ich glaube ganz klassisch, wenn man bereit ist, Kompromisse einzugehen und sich wirklich irgendwie auf sein Gefühl zu verlassen. Wie fühlt sich das gerade in dem Moment an? Und wenn es gut ist und
wenn das auch all die Probleme, wenn das nur, wenn man das lösen kann, wenn auch beide bereit sind, Dinge anzugehen. Dann ist es gut, weil dieses, ich glaube, was viele einschüchtert, ist diese ewige Liebe. Aber man kann ja nicht nur einmal lieben, man kann ganz oft lieben. Man muss einfach den Moment genießen, solange es für einen sich gut anfühlt und oder für beide sich gut anfühlt. Keiner verletzt wird. Cool.